Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 von Big Ambition mit Charlie Cooper. Hallo! So, es geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Ach, die zwei haben keine Aufgabe. Ja. Wir sind zu Hause morgen früh um 10 kommt, glaube ich, die erste Lieferung, ne? Ich würde sagen, wir schlafen mal wieder bis 8.40 Uhr. Heilige Scheiße. Das war die teure Lieferung, glaube ich. Boah, wir waren über Nacht fast pleite. Aber dafür müssten wir jetzt eigentlich alles da haben, was wir brauchen. Gut, dann gehen wir mal gucken. Ah, vielleicht noch was essen, bevor wir gehen. So. Let's go. Heute ist der große Tag, glaube ich. Heute gehen wir mit dem Juwelierladen ins Geschäft. Auf den Markt. So rum. Boah, jetzt ist da kein Parkplatz vor. Ich kotze. Muss ich hier rein? Klar. Parkassistent regelt. So. Und dann ab zu Coopers Klunker. Der Schmuck ist schon da. Perfekt. Da wir ja jetzt... Wir stacken das gleich hoch und gucken mal, ob das was bringt. Ja. Aber jetzt hier Sackkarre holen. Jawohl. IKEA hat geliefert. So, was haben wir denn alles? Schrank mit Schubladen, die kommen erstmal rein. Platzieren. Nee, da keine. Wobei, doch eigentlich schon, ne? Machen da zu und auf der anderen Seite ist dann offen. Zu eng. Ich mach das nochmal anders. So. Wichtig ist erstmal, dass alles von der Straße runterkommt. Sonst haben wir gleich ein Problem, wenn die nächste Lieferung kommt. Wobei wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Ding ist jetzt zu viel, ne? Kann die eigentlich hier hinten? Kommen die nach. Wir können das mal testen, ob die nach hinten kommen, wenn ich das zubaue. Ein kleiner Spalt ist ja noch, ne? Eigentlich müsste das gehen. So, eine Pflanze. In die Ecke. Noch eine Pflanze. In die andere Ecke. Noch eine Pflanze in die andere Ecke. Ui, 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 ui. So. Und noch eine Pflanze in diese Ecke. Und ein Lautsprecher. Wünsche mir immer noch, dass man die aufhängen kann. So, eine große Wanduhr, damit die Mitarbeiter wissen, wann sie auf- und zumachen sollen. Und dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, okay. Dann gucken wir... Ah, guck mal, wir haben auf! Holy shit. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ach, scheiße. Oh. Bin
auch noch nicht, noch gar nicht bereit. So, hier. Den direkt daneben. Und dann einmal hier. Einmal hier. Erstmal. Ware ist auch da. Hey, das, wie das alles funktioniert. So ein Träumchen. So, zweite Kasse kommt gleich. Und dann habe ich eine Idee, wie wir das aufteilen von den Stunden her. So. Ach, ich habe ja noch ein... Ja, egal. Zweite Kasse. Du kriegst gleich Verstärkung. Coopers Klunker, Zeitplan. So. Und zwar der Frederik. Der Frederik. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir machen den Laden ein bisschen früher auf. Und geben. Das geht natürlich nicht. Der kann sich nicht durch zwei teilen, ne? Wir machen von 8 bis 8. Auch zu wenig. Immer noch zu wenig. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob das reicht. Irgendwie so. Und hier müssen wir halt jetzt noch mit Teilzeit füllen. Wir haben ja hier noch welche, ne? Reinigung, Reinigung. Ja gut, wir können auch noch Teilzeitreinigung notfalls nehmen. Kundendienst. 4 Tage Woche. Reinigung, Kundendienst, Teilzeit, komm, den nehmen wir. Er oder sie. Ohne Aufgabe. Printen Smoke, Coopers Klunker. Coopers Klunker, Zeitplan. Tracy. Das ist ja zu viel, ne? Also brauchen wir 2 noch. Reinigung, Reinigung, Kundendienst, Teilzeit, boah, warum nicht, Tiffany. Tiffany passt doch zum Schmuckladen. My employees, so, Klunker, Zeitplan, Tiffany. 14 Stunden ist ein bisschen wenig. So haben beide. Ja. Die haben sonst alle voll, ne? Jo. Okay. Wobei, die kann ja eigentlich auch noch ein bisschen putzen, ne? Da kann die ja auch. Ganz so viel, weil das wäre dann too much.
Das wäre dann too much, okay. Aber die Tiffany vielleicht. Oh, die Tiffany kann auch ein bisschen putzen kommen. So. Wie sehen denn die Preise aus? Inventar ist gut gefüllt. Marktpreis. Komm, wir gehen mal 5 Dollar hoch. Und behalten das im Blick. Das Logo muss dringend noch gewechselt werden. Ist das denn ein Bier? Warum ist das ein Bier? Irgendwie eine Uhr? Oder irgendwas krasses? Ja, hier, sowas, ne? Den hier. Coopers Klunker. Nein. Schwarz. So. Okay. Das läuft. Gucken wir uns morgen mal an, dass alles so funktioniert, wie wir das wollen. Habe ich die Karre geparkt? Hier vorne. So. Neuer Laden eröffnet, Leute. Mal gucken, ob wir Kohle verdienen damit. Ist halt nur ziemlich weit weg von unserer Wohnung, ne? Aber ist ja egal, wir müssen ja nicht mehr dahin. So. Dann ist ein bisschen TV-Time. Bisschen zocken. Und dann müssten wir gleich schon ein Ergebnis haben von unserer heutigen Arbeit. Wir pennen mal bis morgen früh um 8. 268.000, okay. Aber was uns interessiert, ist natürlich Coopers Klunker. What? Okay. Was ich mich halt jetzt frage. Da reizt ja die Kundenkapazität voll aus. Wenn ich da... Wenn ich da mehr reinstelle, bringt das gar nichts, ne? Glaube ich. Weil er kann nicht mehr pro Stunde machen. Weil der Laden, also das Gebäude kann halt nicht mehr. Aber was ich machen kann, ist auf jeden Fall... Den hier. Ich würde sogar sagen, wir gehen so weit. Aber wir haben nichts mehr zu essen. Toll. Dass wir mal 24 Stunden durchpennen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay, okay, okay. Maschallah. Alter.
Boah, das machen wir nochmal, ne? Würde ich sagen. Die sind immer noch zufrieden. Die sowieso. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. 13.000 Dollar. Oh, so ein gutes Geschäft, würde ich sagen. Drinken Smoke. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir noch höher gehen sollten. Warum sind die Donuts ausgegangen? Was ist das jetzt wieder? Haben wir keine Donuts mehr im Lager? Oder habe ich irgendeine komische Bestellung wieder? Irgendein Dings wieder vergessen? Wer ist denn hier zuständig für die Donuts? Der Tom. Und der Tom bestellt regelmäßig 5000 Donuts. Und trotzdem haben wir keine mehr. Ja, dann bestell halt regelmäßig 6000 Donuts, wa? Das alle 7 Tage. Warte mal, wir haben einen Mindestbestellwert. Den erfüllen wir nicht. Trotzdem. Oder kommen die dann einfach nicht? We will see. Heute ist Skip Day. Okay. Die sind immer noch völlig zufrieden. Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach überall die Preise ein bisschen hoch. Und guck mal, was passiert. Dann penne ich 24 Stunden und guck nochmal. Wobei, ich glaube, in dem Bezirk sollten wir das lieber lassen. Aber hier... hier nicht. Aber hier... Ja. Gucken wir morgen mal rein. Neuer Tag, neues Glück. Aha, das gefällt dir nicht. Okay. Das dachte ich mir schon. Hier ist okay. Hier können wir nochmal 2 hoch. Wir gehen jetzt immer 2er Schritte hoch, ne? Bis es komplett ausgereizt ist. Gift Stop ist auch okay. Die Könige auch okay.
ich da auch überall nochmal hochgehen? Gibt's da? Oder kaufen die dann einfach die anderen Sachen, weil die... Ja, komm, ich lass das mal. Aber hier gehe ich hoch. Und hier gehe ich hoch. Cool, eine Übersicht, wo die alle drauf sind, ne? Wo man das direkt einstellen kann. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Trinken Smoke geht wieder hoch. Coopers Klunker ist oben. Ich glaube, da gehe ich noch mehr hoch. 1, 2, 3, 4. Gift Stop ist okay. Könige ist okay. Do not touch me ist okay. Gift Stop 2 ist okay. Coopers Finest ist auch immer noch okay. Heilige Scheiße, was teilen denn die Leute? Oder wären das dann einfach weniger Kunden? Aber nicht, ne? Oh. Lassen wir das Geld arbeiten, wie es der Onkel gesagt hat. Oh, einer ist krank. 337.000 Dollar. Heilige Kacke. Terrorpreise. Warte mal, ein Blick. Das ist okay. Das ist wieder völlig okay. Coopers Klunker ist auch immer. Alter. Könige ist auch okay. Da gehe ich auch nochmal 4 Dollar hoch. Das gibt's doch nicht. Das wird auch nicht weniger, ne? $300.000. Digga. Schon wieder 2 Millionen auf dem Konto. Immer noch. Immer noch alles okay. Ich lasse es jetzt erstmal so. Das ist geisteskrank. Das ist absolut geisteskrank. Hier, wie sieht's denn hier aus? Wir haben da schon $18.000 Gewinn gemacht. Und hier schon 13.000. Ja, ich bin geneigt, nochmal die Bank anzurufen, ehrlich gesagt. Und hier nochmal eine Mio. Kann halt auch sein, dass es minus 8 macht, ne? Es ist minus 8 bis 15%. Aber da wir das Geld nicht brauchen, ist das für mich völlig okay. So.
Das ist krank. Das ist absolut krank. Hubers Klunker. Okay, aber es geht schon. Also, ich glaube, viel kann man da nicht mehr hochdrehen. Ich versuche jetzt mal. Ich mache jetzt einmal nochmal 10 Dollar drauf. Und hier auch nochmal. Ich will mal sehen, dass es einen Impact hat. Na, irgendwo muss ja die Grenze erreicht sein. Aha. Da haben wir die Grenze. 5 zurück. Aber hier immer noch nicht, ne? Die Zufriedenheit bestimmt, wie viel Geld ein Kunde in deinem Unternehmen ausgibt. So. Viel. Oh, 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 oh. Wait, 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 wait. Ah, hier ist immer noch scheißegal, ne? Oder dauert das manchmal ein paar Tage, bis sich das irgendwie... Ja, das bis zum nächsten Tag reicht schon, um das auszuloten. Okay, aber hier müssen wir dringend... Jetzt habe ich ja wieder so wie vorher, ne? Dann müsste das jetzt wieder hochgehen. Sorry für das ganze Geskippe, Leute. Aber wir müssen das irgendwie auslotsen. Austarieren, bis wir wissen... Okay, jetzt geht's wieder hoch. Ja, und das sind dann massive Unterschiede, ne? Sobald die mit dem Preis nicht zufrieden sind, ciao. Okay, das ist krass. Gucken wir nochmal. So. Jetzt passt es wieder. Aber was ich mich frage, wir haben ja hier alles 100. Wie lange dauert das, dass das hochgeht? Weil die sind ja schon voll krass drauf hier. Die sind alle schon voll auf 100. Also woran liegt es? Und was mir auch auffällt, ist, ich könnte eigentlich ein bisschen... Stunden einsparen. Bei manchen Unternehmen. Ach, da habe ich schon. Roof ist halt eine Vollzeitkraft, ne? Ach, scheiße, warte mal. Die, da haben wir nicht alle Tage gleich. Wait a minute, der hat immer noch 24 Stunden Betrieb? Lohnt sich doch nie im Leben. Ah, geht so, ne? Ja, mal so, mal so. Der hat früher auch besser performt, glaube ich, ne? Wollen wir den wieder einschränken?
Oder zumindest hier ein bisschen. Roof hat dann 48 Stunden, ist völlig zufrieden. Lucas 47 Stunden, ist völlig zufrieden. So. Klingt jetzt nicht viel, aber ja. Ich glaube, der gute Herr sollte mal ein bisschen zocken. Und ich sollte die Folge beenden. Gut, liebe Freunde, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich noch ein Business aufmachen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber gucken wir mal. Was ist denn mit den Kapitalanlagen? 3, oh, Alter, 36.000 in ein paar Tagen. Ja, komm, wir hauen nochmal eine Mio raus. Am Ende der Folge. Aber hier, weil 0% Risiko finde ich bestes Risiko. Ja? Weil das ist immer noch ein Gewinn. Also eigentlich mit Inflation nicht, aber hier im Spiel schon. So, okay. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde zwischen den Folgen, glaube ich, ein bisschen Kohle scheffeln, I guess. Und dann gucken wir mal zusammen, was wir als nächstes für ein Geschäft aufmachen, ne? Kuss auf die Nuss, bis gleich, Timochi. Ciao.